Vermutlich habe ich jetzt den einzig stillen Moment verpasst, den es hier einzufangen gilt, um zumindest den Anschein zu erwecken, in einer Idylle zu leben, aber das war vielleicht mal vor ein paar Jahren. Die ganzen Fluglinien wurden vor geraumer Zeit hier rübergelegt. Ich meine gehört zu haben, das hätte mit der Ukraine-Krise zu tun. Und so wuchert in mir eine Aggression und fühlt sich allmählich an wie ein leichtes Magengeschwür. Und bei jedem Flugzeug, bei dem ich hier unterbrechen und aussetzen muss und die Aufnahme immer länger wird, bekomme ich das Bedürfnis, irgendjemanden stellvertretend zusammenzutreten. Wie auch immer, zu dessen Glück mache ich solche Sachen grundsätzlich mit mir selber aus. Ich wollte kurz davon berichten, dass ich immer schlechter schlafe, von Sonntag auf Montag sowieso nicht. Gerade dieser Tage leider auch wegen einer massiven Zunahme der Krämpfe. Das krampft dann mal eben so 3-4 Stunden durch und ich kann Morphium konsumieren noch und nöcher und es wird sich nichts dran ändern. Oder die Beine in die kalte Luft halten, den Ventilator einschalten, etc. Sinnlos. Es müsste ich bestraft werden für irgendwas. Apropos, was ich nämlich noch erzählen wollte, war, dass ich vor 2-3 Wochen mittags aus Versehen wieder diese Indien-Doku geguckt habe, wie Ende 13 oder 14. Und an exakt derselben Stelle einen Nervenzusammenbruch erlitt, mit exakt derselben Reaktion darauf, einerseits einer unbändigen Wut auf die gesamte Menschheit, weil deren Dummheit einfach unbegrenzt ist. Es geht in der Doku um Frauenrechte und Probleme. Und zugleich, als ich wieder diese Frau gesehen habe, die sich selbstbewusst präsentierte als moderne Inderin, wie sie ihren linken Unterarm versteckte, bevor sie vors Gericht ging, um ihre Vergewaltiger anzuklagen, denn sonst würde man sie verrückt halten. Aber Indien oder hierzulande, um gleich eine kleine Gesellschaftskritik loszuwerden. Sonntags in der Kirche sitzen, aber unter der Woche hastig die Augen zudrücken. Man hat nichts gesehen, man hat nichts gehört, aber Jahre später wird man dann ganz vorne mit dabei stehen und sagen, ach, wir haben es ja sowieso alle gewusst. Genauso gilt meine Kritik auch der österreichischen Politik. Wie ich dieser Tage auch des Häufigeren zu sagen pflegte, dass man wählen kann, was man will, eine braune Bremsspur findet sich überall in den Unterhosen. Zuweilen ist Österreich auch noch die Sorte Landstrich, in dem es eben möglich ist, psychisch Kranke als deppert, also als verblödet darzustellen und das Begrabschen von Kindern zu bagatellisieren. Das bedeutet dann nicht eine Pille schlucken, 3 Wochen Therapie und alles ist wieder pipi fein. Nein, das sind Jahre, mitunter Jahrzehnte Therapie, die da auf das Opfer warten. Oder die Schnellvariante, Suizid, ganz klassisch. Des Weiteren wollte ich erzählen von meinen bröselnden Zähnen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich wieder zum Quotenkotzer geworden bin, so alle 2-3 Wochen einmal. Nein, meine Zahnärztin hat mich gerade erleuchtet, weil ich zu dumm war, die Zeichen zu lesen und zusammenzufügen zu einem logischen Bild. Dieses vermaledeite Nasenspray mit Cortison gegen die Sinusitis, das hat meine Zähne jetzt komplett oder noch mehr, noch weiter und das vor allem rasant ruiniert. Sie hat gerade versucht, mit Kunststoff Blenden zu retten, was zu retten geht, dass ich wieder lächeln darf. Und ich, unfähig 1 und 1 zusammenzuzählen,
seit Wochen eine Steroidakne auf meinem geschissenen Gesicht, meinem Hals, dass es teilweise zu der Realisation vor dem Spiegel kam, weil ich es nicht wahrhaben wollte oder weil ich es abgelehnt habe. Aber jetzt muss ich zum Ende kommen, das war jetzt wahrscheinlich schon das 10., 20. Flugzeug. Okay, Doppelmoral habe ich angesprochen. Abschließend vielleicht noch zu dieser Kause ein paar Worte. Wenn ich jetzt mit dem Rollstuhl gerade dieser Tage im güldenen Oktober eine Ausfahrtwaage länger unterwegs bin, werde ich diese nicht ungewappnet antreten. Man weiß ja nie, was einem unterwegs ereilt. Eine mittlerweile ganze Rasierklingenpackung dabei und die nicht minder prall gefüllte Tablettendose. Teilweise sah ich mich dann schon in irgendeinem einsamen Waldstück verschanzt stehen und im Rollstuhl da niedersinken. Denn ja, es ist schön. Es gibt Momente, die sind wunderschön. Aber diese werden unverzüglich oder mit leichter Verzögerung kommentiert und zunichte gemacht. Und es ist jedes Mal so, es wird sich theatralisch ein riesengroßes Holztor direkt vor meiner Nase schließen und mir signalisieren, du kommst da nicht rein. Oder noch schlimmer, wenn ich es gewagt habe zuzulassen, dass etwas schön ist, muss ich mich anschließend bestrafen. Aber das ist nur so am Rande erwähnt, auch ganz typisch für ein Missbrauchsopfer. Nur so zur Information. Und jetzt reicht's, die Aufnahme dauert schon 30 Minuten und ich muss daraus noch irgendwas basteln.